Jetzt sind wir mal gespannt. So, 232 hat er in der Qualifikation gezeigt. Wo geht's diesmal hin für Stoch? Auch wieder Volldampf. So, und er ein bisschen höher in der Luft. Und der geht wieder weit runter, wieder weit runter, weiter als Freitag. Und stehen ja bitte. Da bläst er die Backen auf. Ja, es ist unheimlich schwierig jetzt. Das ist auch ein bisschen diffus. Jetzt wird es ein bisschen duster auch. Boah. Ist das spannend. Tick spät, aber es ist egal. Körper läuft volle Attacke vor. Da sehen wir auch bei ihm am Schuh hinten das graue Seil. Das ist so das Sicherungsseil. Da drückt er dann bei der Landung auch nochmal die Kniescheiben Richtung Skispitzen. Ja, er ist ja auch höher als alle anderen. Beziehungsweise von der Flugkurve kommt er ein bisschen anders rein. Also ein Tande fliegt unten weg. Und Kamil kommt eher von oben rein. Also er fällt da eher rein. Und sobald der Anlauf gegen die oder zum Stand Weitsprung wird, kommt es ihm entgegen. Aber du kannst jetzt nicht verkürzen, der weiteste war 2. Oh, er bleibt hinter Freitag. Ja. Zwei Meter weiter, aber eben auch wegen der Landung, da hat Freitag ja noch. Kto wygra tytuł mistrza świata, przypominamy, to jest jedyna rzecz, której jeszcze nie wygrał w swojej karierze, Kamil Stoch. Jest 101, dobrze, dobrze. W powietrzu wysoko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, ale zdobył skok. Odpalił taką rakietę. To było rzeczywiście latanie. To nie była jazda samochodem, to był lot rakietą. 219 metrów. Brawo Kamil, brawo. Porównajmy to na przykład do Krafta. Te dwie bramki to jest 8,1 punktu za niższą bramkę w stosunku do Austriaka. No nie ma wątpliwości, że Kamil obejmie w tej chwili prowadzenie, że w najgorszym przypadku po tych dwóch seriach, 25 mistrzostw świata w lotach narciarskich, będzie trzeci, ale może wyżej. Zdecydowanie najdłuższy lot. Z tyłu. Pół punktu zaledwie i noty o po 18, 18,5. Nareszcie dostanie 54,5. W pierwszym skoku dostał tylko 50 za źle ocenione lądowanie przez...